Hallo, heute erzähle ich euch, was bei Felix in der Schule passiert. Viel Spaß! Die Schule fängt um 8 Uhr an. Die Schule fängt um 8 Uhr an und 8 Uhr ist früh. Früh, früh am Morgen. Früh am Morgen. Das ist zu früh. Das ist zu früh für Felix. Denn um 7.30 Uhr, um 7.30 Uhr muss Felix das Haus verlassen. Um 7.30 Uhr muss Felix das Haus verlassen. Um 7.30 Uhr verlässt Felix das Haus und geht zur Schule. Und auf dem Weg trifft Felix seinen Freund Paul. Felix und Paul treffen sich auf dem Schulweg und gehen zusammen zur Schule. Heute haben Felix und Paul Mathematik in der Schule. Ja, Mathe oder Mathematik. Mathe in der Schule, wo man rechnen lernt. Ja, rechnen 2 plus 4 oder 80 minus 13. Rechnen. Sie haben heute Mathe in der Schule. Im Unterricht sitzen die Schüler. Die Schüler sitzen im Unterricht. Da ist die Lehrerin, da sind die Schüler, da sitzen Paul und Felix. Und Felix ist sehr müde. Er ist so müde und weil er so müde ist, schläft er ein. Er schläft im Unterricht, im Matheunterricht ein. Er schläft ein im Unterricht. Die Lehrerin sagt: Felix, was machst du? Wach auf! Wach auf! Und Paul sitzt neben Felix und er lacht. Er lacht, ja? Er lacht Felix aus, ja? Du schläfst ein im Unterricht. Er lacht ihn aus, aber die Lehrerin findet das nicht lustig. Nicht lustig. Das ist nicht lustig. Sie sagt: Felix, wach auf. Du musst dich auf den Unterricht konzentrieren. Du musst dich konzentrieren auf den Matheunterricht. Um 12 Uhr gibt es Mittagessen. Mittagessen? Das Essen, das es am Mittag gibt. Das ist das Mittagessen. Und die Schüler,
Die Schüler gehen in die Kantine. Die Kantine, wo die Schüler hingehen zum Essen, und Felix und Paul und auch alle anderen Schüler gehen in die Kantine. Felix und Paul holen sich das Essen von hier und sie setzen sich an den Tisch und fangen an zu essen. Und Felix sitzt hier und Felix probiert das Essen, ja? Er probiert das Essen und er sagt, was ist das denn? Das schmeckt nicht. Nein, das schmeckt gar nicht. Felix mag das Essen nicht. Er mag das Essen nicht. Das Essen ist sehr, sehr schlecht. Sehr schlecht. Und was macht Felix? Felix nimmt das Essen und er wirft es weg. Er wirft das Essen weg, aber das Essen trifft die Claudia. Claudia ist hier. Felix wirft das Essen und das Essen trifft Claudia. Claudia sitzt hier und das Essen trifft die Claudia. Und Claudia sagt, hey Felix, was machst du? Ugh. Und Claudia nimmt das Essen und sie wirft es weg. Sie wirft es weg, ja. Sie wirft das Essen weg, aber das Essen trifft den Peter. Da sitzt Peter und das Essen trifft den Peter. Und der Peter sagt, was soll das? Was machst du? Und er nimmt das Essen und wirft es weg. Und er wirft es gegen Paul. Da sitzt Paul und er wirft das Essen und es trifft den Paul. Und Paul sagt, ey, was soll das? Und er nimmt das Essen und er wirft es zurück zu Felix. Er wirft es zurück. Und auf einmal werfen alle Schüler in der Kantine werfen mit Essen. Alle Schüler werfen Essen. In der Kantine herrscht eine Essensschlacht. Eine Essensschlacht. Überall ist Essen. Überall. Und dann kommt die Lehrerin. Die Lehrerin kommt und sie sieht die Essensschlacht in der Kantine und sie sagt, oh Gott, was ist denn hier passiert? Aber ich weiß,
Ich weiß, wer das war. Mhm. Felix, komm her. Hast du die Essensschlacht angefangen? Warst du das? Und Felix schämt sich. Er schämt sich. Felix schämt sich und er sagt, vielleicht? Ja, das war ein normaler, mehr oder weniger normal, ein normaler Tag bei Felix in der Schule. Alles klar, liked das Video, kommentiert unten und abonniert. Alles klar. Bis dann. Tschüss.